Hallo Nachbarn, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Krupalla und Weidel, sie hatten jeweils ein Sommerinterview und zwar beim zwangsfinanzierten Staatsfunk. Alleine das ist ja schon ein Oberkracher und ein Lacher wert, oder? Krupalla liest derweil Bücher, kennt aber die Titel nicht und Weidel, sie beantwortet quasi keine einzige Frage in ihrem Interview. Also alles wie gewohnt. Aber beide lügen darüber hinaus auch noch wie gedruckt. Auch das kennen wir natürlich nicht anders. Aber umso wichtiger, dass wir uns das hier anschauen. Es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Viel Spaß dabei. Fremdscham-Moment in 3, 2, 1. Welches Buch sollte nach Ihrer Meinung jeder gelesen haben? Ja, es gibt unterschiedliche Bücher. Ich meine, für viele Christen ist die Bibel ein wichtiges Buch. Ich denke, es gibt Bücher über Fachliteratur, die man natürlich immer wieder in den Vordergrund rücken muss. Ich lese zum Beispiel viel Fachliteratur, was mein ehemaliges Gewerk angeht, was Handwerk angeht, wo man vor allen Dingen die Grundtugenden auch für den Beruf sieht. Aber wie heißen die dann so? Ein Buchtitel lag ihm auf der Zunge, da bin ich mir ganz sicher. Mein Kampf, er hatte nur ein bisschen Angst, es auszudrücken, würde ich sagen, oder? Aber kommen wir mal zu diesem ganzen Blödsinn, den die da erzählen, ne? Sie wollen ja beide zum Beispiel die Grenzen sichern, wie Sie sagen. Welche anderen Lösungsvorschläge haben Sie als die Länder, die es schon versucht haben und gescheitert sind? Grenzsicherung. Die Grenzen sind zu schließen und zu kontrollieren. Bei der EM geht's. Vorher wurde uns vorgelogen, dass unsere Außengrenzen nicht zu sichern sind. Offensichtlich geht das schon. Der Malermeister äußert sich wie folgt dazu. Ja, als Thüringer kann man als allererstes die thüringische Landesregierung, genauso wie natürlich eine sächsische, kann natürlich als allererstes Grenzkontrollen durchführen. Das sind auch Maßnahmen, das wären zum Beispiel ein Programm der ersten 100 Tage, wo wir ganz klar sagen, restriktive Grenzkontrollen, diejenigen, die kein Asyl in Deutschland gewähren muss, nach den Gesetzmäßigkeiten. Aber Thüringen hat gar keine Wende. Ich bin ja selber Thüringer, keine Außengrenze. Ich rede ja auch von Sachsen. Das ist natürlich in beiden Fällen absoluter Quatsch. Während der EM, da ging es, absolut korrekt, aber insofern auch absoluter Bullshit, weil es natürlich nur auf eine begrenzte Zeit möglich war. Außerdem sieht das Schengen-Abkommen ja vor, dass man im Ausnahmefall 30 Tage lang die Grenzen sichern darf und Grenzkontrollen durchführen kann. Aber was machen wir denn danach, lieber Herr Weidel und Frau Krupalla? Ihr wisst schon. Die Bundespolizei hat derweil ja auch ausgedrückt, es ist nicht möglich, über die EM hinaus eine Grenzkontrolle durchzuführen. Dazu müsste man das Personal in etwa verdreifachen. Ich hätte da einen Tipp, liebe Frau Weidel und Herr Krupalla. Wir könnten das Personal verdreifachen. Das kostet dann eine Menge Geld, aber ihr müsst jetzt ganz stark sein. Wir bräuchten dafür, um das Personal zu besetzen, auch Migranten. In der Bundespolizei. Krass, ne? Herbert Kickl von der FPÖ, mit der Sie befreundet sind, also mit der Partei, hat 2018 als Innenminister vieles von dem gemacht, was Sie jetzt gerade genannt haben, hat massiv Asylregeln verschärft, er hat radikal abgeschoben und er musste trotzdem doppelt so vielen Afghanenschutzstatus gewähren wie zuvor, weil es eben Regeln gibt. Wenn Sie weitergehen wollen als Herr Kickl, müssen Sie die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Grundrechtecharta und Teile des Grundgesetzes außer Kraft setzen. Wollen Sie das? Wir müssen auf jeden Fall an die Reform des Asylrechts gehen, auch in unser Grundgesetz. Ich breche hier an dieser Stelle mal ab. Das Grundgesetz kann man nur ändern mit einer Zweidrittelmehrheit. Und diese wird die AfD niemals zusammenbekommen. Denn niemand möchte mit der AfD zusammenarbeiten. Insofern ist das doch total unrealistisch. Es sei denn, ich kann es mir nicht verkneifen, ein Ermächtigungsgesetz. Diktatorisch geht das natürlich schon. Das muss ich zugeben. Und dann kommt Krupalla und äußert sich zum Tod des Polizisten in Mannheim wie folgt. Wie verhindern Sie solche Vorfälle wie in Mannheim oder in Bad Oeynhausen? Ja, das muss man ganz klar sagen, wenn man den Täter sieht in Mannheim und in Bad Oeynhausen, das sind Personen, die hier in Deutschland nichts zu suchen gehabt hätten, die schon lange abgeschoben hätten werden müssen. Das waren straffällig oder auch polizeibekannte Asylbewerber. Auch wieder absoluter Bullshit. Der wichtigste Punkt ist wohl, der Täter war im Gegensatz zur Aussage von Krupalla überhaupt nicht polizeibekannt. Absoluter Quatsch, berichten alle Medien und hat die Polizei auch selbst sich bereits zu geäußert. Zweitens gibt es gar keinen
Auslieferungsabkommen mit Afghanistan. Also er hätte gar nicht abgeschoben werden können, eben weil es kein Abkommen gibt. Und drittens, er hatte ein deutsches Kind. Ja, wer soll denn jetzt den Vater eines deutschen staatsangehörigen Kindes abschieben? Also absoluter Blödsinn mal wieder. Denn man muss ja auch eins sagen, es wird ja mal so gesagt, als wenn alle Ukrainer nach Deutschland oder in die westliche EU geflohen sind, es sind auch 6 Millionen Ukrainer nach Russland geflohen. Ah, 6 Millionen Menschen sind aus der Ukraine nach Russland geflohen. Warte mal, googeln wir mal schnell, dauert ja keine 3 Sekunden. Ah, siehste, UNHCR schreibt, und eine weitere Quelle übrigens auch, von 1,2 Millionen. Das ist eine ganz kleine Differenz, würde ich sagen. Also auch hier wieder absoluter Bullshit. Interessant ja auch das Thema Wehrpflicht. Die Frau Weidel sagt dazu Folgendes. Dazu passt eigentlich eine klassische AfD-Forderung, nämlich das ganz klare Ja zur Wehrpflicht. Das vermisse ich jetzt ein bisschen in Ihrem Wahlkampf. Da ist immer sehr viel von Friedenspartei die Rede, aber nicht mehr von der Wehrpflicht. Gilt die eigentlich noch für Sie, die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Aber natürlich gilt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das steht bei uns im Programm. Richtig, im Parteiprogramm ist das bereits ein vollkommen gesetztes Thema. Ein Thema, was übrigens die meisten AfD-Wähler ja eigentlich ablehnen. Aber das nur by the way ist ja nicht wild. Die AfD-Wähler wählen die AfD ja aus ganz anderen Gründen. Aber Krupalla sagt derweil Folgendes. Ich verstehe richtig, also von dem Bürgerjahr steht jetzt nichts in Ihrem Programm, aber Sie sind jetzt gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, Stand jetzt. Ich persönlich bin jetzt aktuell gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Kupala will Hüt, die Weidel will Hot, da weiß die rechte Hand nicht, was der rechte Arm macht, ne? Ich will das an dieser Stelle mal dabei belassen, weil ansonsten müsste ich hier das komplette Interview von beiden zeigen. Ich könnte nämlich noch weitere, bestimmt 5 Beispiele für klare Lügen zeigen, die absolut absurd sind, absolut Banane sind und wo ich mich frage, wie zum Teufel kann diese Partei irgendjemand wählen, wenn die Spitzenkandidaten so gnadenlos in nur einem Interview so viele Lügen raushauen. Und dabei wollte die AfD doch alles anders machen, oder? Es ist der Wahnsinn. Wer mag, ich habe euch beide Interviews, die dauern zusammen etwa eine Stunde, verlinkt in der Videobeschreibung und darüber hinaus auch noch ein paar Quellenangaben verlinkt. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke aber auch Martin M. für 20 Euro, Jochen G. für 10, Ralf Peter M. für 5 und Alexander E. für 10 Euro. Euch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns die kommenden Tage wieder. Trinkt ein Getränk auf mich. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.